Unter Homeschooling oder häuslichem Lernen fasst man Formen des Lernens, Formen der Bildung, die außerhalb der Schule, also in den Familien stattfinden. Historisch war das früher eine weit verbreitete Form des Unterrichts, vor allem in den oberen sozialen Schichten. Heute ist es in Ländern mit Schulpflicht in der Regel verboten, nicht erlaubt, jedoch im Zuge der Corona-bedingten Schulschließung eben wieder nötig geworden. Unter Homeschooling fassen wir also heute, oder damit meinen wir heute, das Lernen der Schüler zu Hause. Aber im Unterschied zu dem, was man ursprünglich unter Homeschooling verstanden hat, wird das Lernen über die Distanz von den Lehrkräften begleitet. Wir wissen, dass sehr viel schon vor dem Lernen passiert, also in der Planungsphase. Und die ist jetzt nochmal besonders wichtig, gerade auch wenn es um den Erwerb von neuen Lerninhalten geht. Ich will Ihnen kurz drei Beispiele nennen. Also das erste, Orientierung in Form einer guten Struktur und der Transparenz von Lernzielen ist sehr hilfreich, um den Schülern klarzumachen, was sollen sie tun, was sollen sie nachher können, was sollen sie erreichen. Gerade weil die Schüler nicht nachfragen können, wie es üblicherweise der Fall ist. Zweitens ist es wichtig, auch im Vorhinein schon die Lernmotivation, die Lernbereitschaft anzusprechen. Beispielsweise ist es hilfreich, wenn den Schülern klar ist, warum sie sich mit dem Lerninhalt auseinandersetzen sollen, also der Nutzen transparent ist. Auf der anderen Seite, die Erwartungen anzusprechen, kann auch sehr wichtig sein, um den Schülern klarzumachen, zu transportieren, die Botschaft, ich kann das lernen, auch in der derzeitigen Situation, ohne die soziale Einbindung. Aber ich muss nicht alles sofort verstehen, Fehler machen ist auch nichts Schlimmes. Drittens sind die Aufgaben natürlich ein wichtiger Hebel, die Auswahl der Aufgaben. Anregende Aufgaben können beispielsweise Aufgaben sein, die viel mit der Lebensrealität der Schüler zu tun haben. Das kann also alles, spielt alles schon im Vorhinein, vor dem Lernen eine Rolle. Beim Lernen sind die Lehrkräfte ja nun nicht dabei. Daher ist es nochmal besonders wichtig, dass die Schüler eine Rückmeldung über ihr Lernen bekommen. Rückmeldung meint aber dabei nicht nur abhaken, was wurde bearbeitet, was nicht, sondern Rückmeldung ist dann besonders lernförderlich, wenn sie möglichst viel Informationen liefert darüber, was war falsch, was war richtig, was kann ich als nächstes tun, wo habe ich noch eine Wissenslücke, um meinem Lernziel näher zu kommen. So ein individuelles Feedback können Lehrkräfte derzeit sicherlich nicht jedem Schüler geben. Was aber immer möglich sein sollte, ist es, dass die Lehrkräfte richtige Lösungsansätze für den Vergleich mit dem eigenen Lösungsweg bereitstellen. Wird dieser Vergleich zusätzlich durch gezielte Fragen strukturiert, können die Schüler auch dadurch schon sehr viel Information und sehr viel Rückmeldung erhalten. Hier ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass für die Elternunterstützung nicht gilt, je mehr, desto besser, sondern ganz im Gegenteil, viel eingreifende Eltern, oft gut gemeint, kann bei den Schülern häufig kontrollierend wirken und dann die Motivation beeinträchtigen. Daher ist es ein sehr schmaler Grat, auf dem sich die Eltern bewegen. Einerseits müssen sie gerade bei jüngeren Kindern unterstützen, Erklärungen vielleicht noch nachliefern, wiederholen. Auf der anderen Seite sollten sie aber versuchen, nicht zu sehr einzugreifen. Die wichtigste Rolle der Eltern ist derzeit sicherlich, eine gute Lernumgebung bereitzustellen und Zeitstrukturen vorzugeben. Allerdings ist es zu befürchten, dass derzeit die Leistungsschere auseinandergehen wird und die soziale Ungleichheit vergrößert wird. Das heißt, das ist eine wichtige Herausforderung für jetzt die nächste Zeit. Dieser Frontalunterricht oder das, was viele unter Frontalunterricht verstehen, ist so ein typisches Beispiel für einen lehrerzentrierten Unterricht. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es schlechter ist. Also wir wissen aus der Forschung, dass es viel weniger auf diesen Ansatz ankommt, als vielmehr auf die Umsetzung. Zudem denke ich auch, dass unter Einhaltung gewisser Abstandsregeln der soziale Austausch, lernbezogener Austausch zwischen den Schülern durchaus möglich ist. Ich bin da also gar nicht so pessimistisch. Ganz im Gegenteil denke ich sogar, dass die Situation gerade auch eine große Chance bieten kann. Zum einen wird die Digitalisierung in den Schulen sicherlich nochmal verstärkt vorangetrieben werden. Außerdem sind jetzt viele innovative und gute Konzepte von Lehrkräften entwickelt worden. Und wenn man das jetzt zusammenbringt mit den Vorteilen im regulären Unterricht, dann sehe ich auch ein sehr großes Potenzial für unser Bildungssystem.